Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück bei den Schrottwichteln. Ja, der Helm ist wieder dabei. Servus. Moin, moin. Und Genau. Was muss ich da erblicken? der Koja hat Sabotage getrieben. Nee, ich war das nicht. Ich war das nicht. Das ist von ganz alleine kaputt gegangen. Ja, das natürlich ist das. War dann plötzlich. Ich war das ja, wirklich nicht. Und hier ist ein Teil abgefallen irgendwoher. Ja. Kann ja nicht wahr sein. ich war ja nicht auf dieser Welt. Wenn du hier so einen Scheiß baust, der nur von 12 bis schlägt hält. Da. Verdammt. Wieso geht das? Hast du wieder Ware aus China verbaut? Jede Wette hier. Alles. Überhaupt nicht. Da siehst du, funktioniert doch. Bong. Ah. Was liegt denn hier für ein Schrott rum? Jetzt ja wenigstens mal aufräumen. Aua. Aufräumen. Was hast du davon? Voll. Wieso ist denn der Schalter nicht am Sitz dran? Aber lass uns mal hochfahren. Ja, Sekunde, das geht gar nicht. Irgendwie, wieso ist der Schalter nicht mehr verbunden? Irgendwas ist passiert. Ich habe nämlich die Gondel weitergebaut. Das ist das, was ich gemacht habe da oben. Aha, und dabei meinen Aufzug sammelt. Dabei habe ich deinen Aufzug kaputt gemacht, ja. Ich mache jetzt mal was kaputt hier, damit du weißt, wie das aussieht, wie kaputt gehen aussieht. Wenn ich was kaputt mache, dann ist das nachhaltig kaputt. Bitte nicht, das war kompliziert genug. Nein, Gnade. Ich möchte nicht. Wenn ich das kaputt gemacht hätte, hättest du das jetzt nicht mit einem Schalterdruck wieder hererrichten können. Oh, guck mal, unser Stern, der fliegt immer noch. Ein Stern, wo ist er denn? Da, ja. Oben ist er. Das habe ich mir übrigens auch nochmal angeguckt. Ich musste auch sehr lachen dabei. Ich mach mal gucken, ob das Klick, zack, wumm, weg war. Ui. Hat der Stern Gas gegeben, Mama, wie, Halleluja. Apropos Gas geben. Und das schwebt da vor sich hin. Toll. Funktioniert gut. Au. Das ging bis zur Hälfte und dann fiel ich runter wie ein Stein. Was? Du baust einen Schrott hier zusammen, das ist nicht zu glauben. So was ein erwartete? Unvermögen habe ich noch nie gesehen. Was? Was erlaube? So, jetzt warte mal, bis es ausgependelt hat und dann drückt. Das ist gut. Und dann in Zeitlupe. Bots. Oh. Was? Toller Fahrstuhl. Ja, aber der ging doch. Was ist passiert? Habe ich mich vermessen? Ich setze mich mal in meinen rein. Dann. Funktioniert mal wenigstens was hier. Wahrscheinlich funktioniert das jetzt auch nicht mehr. Kann nicht wahr sein. So, Moment mal. Ah, ja. Oh, jetzt geht's los. Happy! Was ist denn heute los? Funktioniert nix. Dein Aufzug auch nicht. Ich hing in der Mitte fest hier. So. Ja, was? Warum geht denn nicht mehr? Die haben hier bestimmt die Physik verändert, während wir auf waren. So, jetzt seht ihr hier oben. Bong. Habe ich ein bisschen was gebaut. Yes, ich bin oben. Ich bin oben. Dreimal. Und die Gondel ist doch hier drüben. So, Moment, ich mache hier mal ganz kurz aus. So, mit das nicht. Also, hier habe ich oben so eine kleine Gondel- und Lift-Undock-Plattform gebaut. Ja, der Lift dotzt jetzt hier oben rein. Ich komme mal zu dir rüber, Helm. Moment. Ja, ich möchte auch was sehen, du. Wie komme ich denn da rauf? Weiß ich nicht. Moment. Ich versuch's mal so. So, da. Oh. So nicht. Probier's nochmal. Das wusste ich. Wie probier's nochmal? Jetzt muss ich erstmal probieren, nach oben zu kommen. Solltest du dir vielleicht eine Treppe bauen, um da hochzukommen, so als kleine Idee. Also deine Undock-Plattform ist noch nicht ganz optimal. Das liegt jetzt an meiner Undock-Plattform. Ja, es ist ja total scheppig, ja. Kannst ja noch einen Fahrstuhl hier hochbauen. So. Guck, so und dann... Der schmeißt mich runter. Funktioniert gut, oder? Broch. Hier oben habe ich so einen Stopper eingebaut, ja. Bei Räder verbaut. Den habe ich gerade vor dem Kopf. Richtig. Genau, so. Und dann hier habe ich, wie gesagt, so eine kleine Plattform, dass du direkt rauskommst mit so einer kleinen Treppe. Also es sieht schon eigentlich ganz schick aus.
Wir haben nur ein Problem. Jetzt mal angenommen, ich bin. Bin drüben, ja, und der Helm. Nicht. Achso, der Helm. Ja, genau, der Helm ist da unten. Oder man fällt raus und die Gondel ist in der Mitte, dann ist er in der Mitte. Also, da, dann weiß ich nicht so ganz. Wir haben jetzt keine Lösung direkt parat, wie man. Und deinen Aufzug kriegt man auch nicht runter. Nee, den Aufzug kriegst du auch nicht runter. Das geht genauso wenig. Dann, da hast du dann so richtig gelitten, wenn du hier runter plumpst. Auch sehr funktional. Ja, ja, bauen, dass man unten steht und dass man unten steht und den Aufzug nicht rufen kann. Aber ja. Das werde ich noch ändern. Glaube ich. Glaube ich. Super. So viel zum Auto. Hervorragend. Der kommt da runter. Du, ich hab versucht, dein Auto zu fahren. Das ist dabei rausgekommen. Was? Hast du es wieder kaputt gemacht? Nicht überhaupt. Was ist das? 5 Meter gefahren, dann hat es die Kiste überschlagen. Der Kerl ist so unvermögend, das ist unglaublich. Das ist nicht zu. So, jetzt fahr ich mal hoch. So. Bis. Kannst du zu sehen, wie du hochkommst. Ein schönes Auto. Wie kann man das überhaupt auf den Kopf legen? Das geht doch gar nicht. Das ist unkaputtbar. Ich hab's geschafft. 5 Meter Fahrt haben gereicht. Ja. So, aber jetzt mal ernsthaft. Die Gondel, die können wir doch umfunktionieren. Also. Ja, und zwar? Na. Ich weiß nicht, ob das geht mit dem, mit dem. Na, sag, wie heißt es? Dem Controller. Es ist lebensgefährlich, deinen Fahrstuhl zu benutzen. Dass ja. Die Kutsche die ganze Zeit hin und her fährt. Dass sie, ach, permanent fährt quasi. Permanent hin und her fährt. Dann musst du nur zur richtigen Zeit aufspringen. Ja, also, wir müssen warten halt eine Minute oder 30 Sekunden, bis sie wieder rübergefahren ist. Ne? Und automatisiert. Aber ob das geht? Ich weiß nicht, ob man... Also dein Fahrstuhl funktioniert gut. Ich kann dich immerhin sehen. Wo ist nochmal der Bogen? Oder ich habe mir noch keinen Schrotflint hergestellt. Das ging einwandfrei. Die ganz letzte Folge ging das. Zieh mal Aufzug. Zieh durch. Komm, du packst es. Mit Schwung habe ich es jetzt extra gemacht. Ja, jetzt ging's. Also musst mit Schwung unten starten, ansonsten ist er zu schwach. Aufpassen beim Aussteigen. Ah, hat geklappt. Ja. Ab und zu bin ich ausgestiegen, dann sprang der von dem Sitz runter und ui. Warte, ich komme rübergefahren. Oh. Oh! Oh, oh. Oh, okay. Aha. Ah, ja. Das ist jetzt... Ich habe nur mal geguckt, was das hier nochmal war. Komm hier nicht runter. Das ist deine Zugbrücke. Jawohl, meine Zugbrücke. So. Einwandfrei. Die funktioniert. Ja, die ist einwandfrei. Nur der Schalter. Das ist nämlich auch das Problem. Man kann die Zugbrücke von da hinten aktivieren. Aber man kann sie nicht von der anderen Seite. Das ist das Doofe an den Schaltern. Ja? Ja, man kann sie nur einseitig schalten. Immer. Also die Controller sind nur mit einem Schalter verbindbar. Es ist ein bisschen schwierig. Ja, ne? Also wenn ich jetzt hier stehe, kann ich die Zugbrücke ausklappen, aber ich kann mal nicht drin sein. Oh. Nur so als kleinen Tipp, ich würde es ein bisschen ausbauen. Mann. Da kann man halt nicht von innen den Kram wieder zumachen. Was nicht blöd ist. Da müssen sie sich irgendwann einfallen lassen. Das wäre gut, wenn du irgendwie Schalter verbinden könntest. Ja, genau. Dass man da irgendwie ja, An- und Ausschalter irgendwie auf beiden Seiten haben könnte. Das ist dasselbe bei meinen Schiebetüren. Wobei, da gäbe es eine Lösung. Ja, man könnte das tatsächlich mit diesen Lichtschranken machen, dass diese Lichtschranke wiederum einen Hebel auslöst, der vor eine weitere Lichtschranke fährt. Das könnte man dann wiederum von beiden Seiten begehbar machen, wenn dann ein zweiter Hebel hier ist, der wiederum vor die Lichtschranke fährt oder aufgeht. Dann könnte man das mit einer Tür machen. Nur dann hätte ich ungefähr hier nochmal so einen Klotz, so groß würde das schon sein. Es würde ungefähr 4 lang und nochmal 3 breit sein oder 4 breit sogar. Dann hätte ich nochmal so einen Kasten. Könnte man machen, mache ich jetzt aber glaube nicht. Ich habe mir eher überlegt,
funktioniert ja perfekt. Mir eher überlegt, hier so eine schöne Terrasse zu bauen. Schöne Terrasse. Ja, ich meine, jetzt, wir haben jetzt hier Mission Baumhaus. Jetzt müssen wir auch mal Baumhaus machen, ne? Ja, also jetzt muss ja jetzt hier auch mal eingerichtet werden und so. Ja, finde ich auch. Und zack, also soweit ist ja schon. Die Gondel haben wir jetzt erstmal so weit okay. Ja, man könnte da sicherlich auch noch optimieren. Die Frage ist halt immer nur so auch, bin ich auch mal gespannt auf eure Kommentare. Sollen wir da tüfteln und machen und das perfektionieren oder sollen wir nur mal so ein bisschen immer hier in den Folgen machen und im Offscreen dann vielleicht weiter tüfteln? Das könnt ihr gerne mal in den Kommentaren schreiben. Weil das echt schwer abzuschätzen ist. Es ist ja immer wieder ein Wahnsinnsaufwand. Wie ihr ja so gesehen habt bei der Schiebetür oder bei Helms Aufzug, wie lange wir da jetzt auch gedoktert haben in den Folgen, bis das so halbwegs war, wie wir es wollten. Und es ist trotzdem nur halbwegs. Ja. Insofern weiß ich jetzt nicht, ob man das wirklich immer ins Let's Play packen soll, in vollem Umfang, oder ob man das lieber auch so ein bisschen off machen. Andererseits sind halt auch die Fails, ne? Die Fails sind es ja auch, die es ausmacht. Habe ich gehört. Irgendwer meint das. Sehr gut. Natürlich. Fails sind auch gut, wichtig. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wegen meinem Aussteigpodest. Oh mein Gott. Das ist nicht symmetrisch. Was mache ich hier? So, Plattform vergrößern. Hier lassen wir mal einen Platz zwischen. Zack. So. Also, hier ist ja auch wieder eine dicke Wand. Dieses Ding da, das ist doch. Moment, und den müssen wir. So? Oben, den kann man doch auch. Ja, genau. Dieses Hin- und Herfahrding, die Gondel, die können wir ja auch mit einer Lichtschranke steuern, oder? Ja. Muss ich auf ein gewisses Plätzchen stellen, dann fährt er los. Ah nein, toll. Ja, und dann fährt er eben los, aber du kannst ihn auch nicht wieder zurückrufen. Das ja, stimmt. Dasselbe Problem in grün, quasi. Mist. Ja. Das ist Mist. Das ist immer das Problem, dieses Zurück... Ups, das ist... Ja, da fehlt die If-Wenn-Schleife. Fehlt. Oh, ich hoffe, ich habe da jetzt nichts. Ach so, hier ist überhaupt noch gar kein... Ach, hier ist überhaupt noch gar keine Tür. Ja, die Eingangstür machen wir aber einfach als Klapp, oder? Andererseits, mal weg. Andererseits hätte ich hier die dicke Wand. Hier könnte jetzt, ich theoretisch mal so eine Schaltung realisieren. Moment, wir schauen uns das nochmal an. So. Ah! Ja, das kann ich machen. Aber warum wird der Aufzug so schlecht? Er braucht ein Gegengewicht. War da oben. Ginge zu realisieren. Muss länger sein. Die Frage ist nur, ob das Grün hier die Lichtschranke stört. Das ist die große Frage. Ja, das muss länger sein. Er muss einen Hebel da haben. Ein Gegengewicht quasi. Oh Gott, soll ich jetzt schon wieder eine Schiebetür bauen? Das mache ich im Off. Mache hier im Off eine Schiebetür hin. Das machen wir nicht jetzt. Jetzt machen wir mal hier mal was anderes. Wenn ich jetzt schon wieder anfange, eine Schiebetür zu bauen, ich glaube, dann flippen hier einige aus. So, was können wir denn hier für Interieur machen? Ach. Das ist wirklich wieder, Entschuldigung, hervorragend funktioniert. Du hast schon recht. Ich verstehe das nicht. Warum klappt das nie, wenn ich das mache? Ich habe irgendwie gehört, es soll so eine Art Hupe ins Spiel integriert worden sein. Hast du da was gesehen? Eine Hupe? Eine Hupe, ja. Ich sehe allerdings nicht, was hier irgendwie aussähe wie eine Tröte. WC war die letzte Neuerung und da das ist ein Licht. Na, da ist so eine Hupe. Wo denn? Ach, da. Ein Toilettensitz links und ein runter. Horn nennt sich das, kann das sein? Natürlich. Horn. No. Okay. Ja, ich meine, ein anständiges Haus braucht ja auch eine Klingel, oder? Eine Klingel. Dröt. Genau. Jetzt rund auf dem Baumhaus. Und. Ah, die ist so klein. Das ist gar nicht mal schlecht. Springen wir runter. Immer doch bestimmt hier. Wo kriegen wir die denn? Ich habe Angst, wenn ich da runterfalle.
Ah, pass auf, ich habe eine Idee. Ich mache jetzt meinen Aufzug funktionstüchtig. War rucki zucki, pass auf. Yep. So. Ne. Moment, das muss mit einem anderen Schalter sein. Die Klingel muss ja so ein Schalter sein hier. Huch. Egal, irgendwas habe ich jetzt weggemacht, was ich nicht wegmachen wollte. So. Yep. Yep. Dann kann ich das auch. Yep. Mit einem Oldtimer. Hat was. Ah, man kann das hier lang. Moment. Da, wieso ist denn da? Das ist denn? Das ist Sabotage. Ah, wie cool. Moment. Und da ganz lange tröten lassen. Ach, ganz noch die Zeit. Da kann man doch bestimmt Musik mitmachen. Moment. Kann man da auch einen Controller dran machen, dass man da so einen Klingelton hinkriegt? Erst das, dann das, dann das spielen? Geht das mit dem Controller? I don't know. Das muss man testen. So. Nee, Moment. Aber jetzt, was ist denn schwer? Ich brauche was Schweres. Nee, schade. Also mit dem Controller, leicht, dass man die Zeit nicht steuern könnte, das geht nicht. Heavy. Ausprobieren. Schön, aber funktional. Das ist das Wichtigste. Yeah. So. Hört sich sehr schön an. Was du da. Gell? Hat doch was. Ja. Ich muss sagen, das wird perfekt. Ja. Warum bewegt sich das? Wird mal wieder perfekt. So, jetzt haben wir also schon mal eine Klingel, auch wenn wir keine Tür haben. Aber immerhin. So, jetzt wollte ich eigentlich gucken, ob ich irgendwie eine Fensterbank realisieren kann. Weg, aufräumen, arbeiten. Oh, das ist eine sehr der Kuh ja breite wieder. Geschichte. Ja, immer schön aufräumen, ansonsten haben wir hier irgendwann Lags. Ja. Was haben wir hier? So, jetzt bin ich gespannt. Operation Gegengewicht. Sie sehen mich unzufrieden. Wow. Geht aber ab jetzt. Ich mit. Funktioniert der Lift wieder, ja? Ja, es muss leider sein. So, hep. Aber exzellent funktioniert er jetzt. Enttäusch mich nicht, ich hab gesagt, funktioniert. Du hast. Eingepackt. Tja, so Fensterbänke sind auch so eine Sache. Problemlos eingepackt, möchte ich betonen. Kann man das hier mal schön machen? Haben die Fensterbänke auch in schön oder so? So. Was ist Staircase Landing? Was ist das denn bitte? Was ist das denn? Oh. Aha. Mhm. Machen wir jetzt. Nee, das machen wir nicht. Mhm. Oder machen wir das? Mhm. Weiß es nicht. Oh, nee, das ist schlecht. Von der Seite ist schlecht. Ein Treppengeländerart oder was ist das hier? Aber das kriegst du ja auch nicht vervollständigt. Staircase Step. Könntest du halt so Treppen machen mit? Rampe. Mhm. Lalalalala. Was ist das? Ich bin ja überlegen. Ich habe wieder viele tolle Ideen, ich möchte aber nichts verraten. Aha. Was, nichts verraten? Du verheimlichst was vor mir? Ja. Warum, Helm? Ich dachte, wir können über alles reden. Nein. So. Boah. Gibt's hier so ein Schild? Helm müssen draußen bleiben. Helm, Helm. Ganz ins Basteln. Oh, ich komme mal kurz rüber. Dann heulst du wieder. Will ja auch keiner. Du heulst wieder. Dann schimpft er. Mal Spionage betreiben. Gibt's doch Pflanzen oder nicht da? Oh! Ah, nein! Hast du mich erschrocken? Naja. Ah. Oh.
Naja. Ah, ja, doch, die sind ein bisschen größer, das, die Pflanzen. Die Sonnenterrasse ist das, ne? Ja, also, genau. Ja, weil ansonsten ist hier nämlich nichts. So. Nee, da ist noch nichts. Die kommt noch. Ja, so. Ja, aber nicht schlecht. So weit, so gut. Und viel fortschrittlicher wie mein Haus. Aber ich bin. Ja. Naja. Hä? Sieht doch hier hübsch aus. So. Vor allen Dingen, ja, das auch, nächste Mal, wenn Sie reinkommen, benutzen Sie bitte die Klingel, ja? Oh, ach so. Da musst du. Super Geräusch. Wie hast du das jetzt gemacht? Die Klingel beeinflusst? Ist einfach nur den Knopf angebracht. Ja, genau. Das ist in der Tat einfach super simpel. Was ist hier hinten? EE? Was? Wie? Wo? Und das auch noch hören. Ach so. Ja, das kannst du noch einstellen in verschiedene Tonhöhen sozusagen, beziehungsweise Längen eigentlich. Ach so. Wie komme ich jetzt wieder rüber? Einfach mit dem Moped. Lass sie denn Aufzug hin? Wir haben doch hier so einen Lastenaufzug gebaut, den kannst du doch nehmen. Ich möchte aber. Eine Gondel, möchte meine ich. Möchte ja was bauen. Eine wunderhübsche Gondel. Das war jetzt nicht so, wie es sein sollte. Ich hab's geschafft. Jetzt mache ich den Quatsch weg. So. Lalalala. So, und jetzt machen wir. Ne, das machen wir nicht. Wir bauen jetzt auch unser schönes Haus weiter. So, Sonnenterrasse. Wo soll man so die denn sein, ne? Ist schwierig zu bauen, wenn man über den Rand kommt hier. Das ist gar nicht so einfach. Nee. Allzu groß. Jetzt hier auch nicht, weil. So. Ah. Mal das schon mal. So, und dann müssen wir hier nee, eigentlich. Hep. Haha. Ich auch noch höher. Gurke. So. Na komm. Warum hat er denn jetzt. Ist ach, immer dieses. Umstellen. Ja, ne? Immer dieses Umstellen der Richtung, wenn du so Klötzchen aufziehst, das ist furchtbar. So. Ah ja. Bam. Das funktioniert ja voll sehr schön. Moment, ich muss mal eine Notsache machen, weil ich sehe mich hier schon runterpurzeln. Tschüss. Und broch. Genau, darauf warte ich, dieses bestätigende Geräusch. Das ist Signalton für, ich bin unten angekommen. Signalton, Aufzug ist unten. Du kannst beruhigt weiterbauen. Du darfst aussteigen. Die können nicht aussteigen. Warum ist denn das hier jetzt weiter doch, als. Es gibt doch so schöne. Natürlich hätte das normalerweise hätte der Aufzug ja altersgemäß sein müssen. Siehe so eine Kennzeichnung. Ist das so ein Treppenlift oder was? Genau, so ein Treppenlift für so ein Hobby. Du musst natürlich exzellent um den Aufzug drumherum fahren im Kreis. So. Ich komme. Kein Moment, junger Mann, ich bin gleich da. Ja. Nicht so schnell. Genau. Junger Mann, nicht so schnell. Da kommt ein Mannequin angefahren. Nökel. Das wäre doch gut gewesen. Ja, so ein Treppenlift hat was. Ja, muss ich zugeben. So, dann haben wir hier 1, 2, 3. Wieso hast du so eine schöne Freifläche? Und ich habe hier 3, wieder alles voller Mist. 1, 2, ärgerlich. 1, 2, 3, 1, 2, so passt es. Mein Baumhaus wird ein wirkliches Baumhaus. Hier ist überall Gebüsch. Da hast du falsch verstanden. Dass ich das nicht wegmachen kann. Mann. Das ist. Warum? Schöner wohnen mit Helm. Ah, das so. Wohnen im Grün Grünen, weißt du? Das ist Wohnen im Grünen ein bisschen zu wörtlich genommen, ja. Ja, Mann, das ist gar nichts dafür. Dieses Mist. 1, 2, 3, 4 haben wir da gemacht, okay. Machen wir mal zu. Achso, das ist ja gleichzeitig noch Dach. Oh, oh, was passiert hier? Ich weiß, ich kenne meine eigene Konstruktion nicht mehr. Ach, ja. Oh!
Was tut es da? Ich glaube, ich gucke lieber nicht. Sehr gut, sehr gut. Doch. So, wozu ist der? Ach so, das müssen wir brauchen ja eigentlich auch noch ein Klohäuschen hier oben, gell? Warum ist das? Das muss weg hier. Das kommt weg. Hm. Klohäuschen. Ja, 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 ein Klohäuschen muss hier noch hin, also ganz eindeutig. Ja, das ist extrem wichtig. Ein Klohäuschen muss sein. Heutzutage, ne, sind die Baumhäuser perfekt ausgestattet. Früher war das ja nur Seil hoch und oben so eine Bude. Nee, heute ist man mit Klo auf dem Baum. Ja? Du musst aber die Klingel nach unten machen, wenn du ein Klohäuschen machst. Nee, das ja, ja. Das dröhnt dann auch ein paar Mal häufiger wahrscheinlich. Nein, nein. Es klingt ähnlich, wenn du dann da auf dem Klo sitzt. Nein, das meinte ich nicht. Ich meinte, wenn du die Klingel exakt unten drunter vom Baust. Das ist wie früher, ne? Bei den Aborten. So. Ja, das funktioniert ja prima. Aber hier möchte ich ja noch ein Häuschen ausmachen. Aber dann kommt die Gondel nicht rein. Und hier kann ich kein Häuschen hinmachen. Doch. Könnte ich. Hm. Wenn. Nee. Kann ich nicht. Hier wenn mit. Der hier andockt, kann die Wand zugehen. Was macht man hier mit, wenn man schon mal so eine breite Wand hat? Was könnte man hier reinmachen? Eine Art Durchreiche nach draußen oder so. Ja, das machen wir. Pass auf, das machen wir. Dass wir hier so einen ausklappbaren Tisch nach außen machen? Yep. Mal ein Loch rein. Was kann man hier draus machen? Lichtschranke. Hm. Zack. Mal nochmal zack. Weg hier. So. Hin. Nein, du, anders, nach da. Nein. Ja, Loch. Hm, was macht man da? Also oben sehr muss gut. Es ein bisschen runter, weil sonst ist es... Jetzt ausgelöst, da toll, natürlich nicht. Sonst ist es irgendwie nicht passend. Also Moment, das machen wir mal so, Mann. So, nee, noch eins. Ach du Gott, dann ist es aber ganz schön tief. Dann muss ich das hier wieder wegmachen. Was baue ich hier eigentlich für einen Mist? Kannst du mir das mal sagen? Das weiß ich nicht. Nein, 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 nein. Oh. Ah, deshalb war das so hoch. Ah, oh. Ja. So, jetzt kommen wir runter. Scheiße. Aufspringen. Und ab die Post. Muss ich eigentlich die Fenster auch alle eins höher machen? Komm, es sieht vielleicht sogar besser aus. Das ist natürlich jetzt das Problem. Wenn der losfährt, muss der öffnen. Dann ist offen. Sieht vielleicht auch besser aus, oder? Komm, machen wir das halt so. Nein, Quatsch. Falsch. So. Rechts eine Maustaste. So. Ja, das machen wir. Das wird natürlich etwas komplizierter, aber das ist ja kein Problem. Wir sind ja, ne? Mhm. Extrem pfiffig. Mhm. So. Oh. So. Was gibt's denn eigentlich so an Einrichtungsgegenständen? Hm? Nicht so sonderlich viel, ne? Muss man mal so festhalten. Nee. Da gibt's kann ein paar nicht Gurkenkisten in die Ecke stellen. Und eine Matratze. Aha. Matratze. Oh, nee, das ist jetzt nicht so gut. Jetzt wollte ich ja, was wollte ich denn jetzt überhaupt machen? Was kann man da machen? Ah, so ein ausfahrbares Bett ginge vielleicht sogar. Moment. Wie breit ist denn die? Ja. So hier. Hier würde ich sagen. Dann kommt das Ding an. Wupp. Wenn das Ding weg ist, ist es offen. Wenn da ist, geht zu. Ja. Was machen wir? Hier drauf. Ach Mann, schon wieder was abgerissen. Du hast wieder alles kaputt. Pass auf. So, zack. Das ist sehr gut. Lochfraß in der Bude. Da muss jetzt ein Gelenk hin. So. Können wir das hier schon mal abreißen? So. Wiedersehen. Kriege ich die in die Wand rein? Nicht wirklich. Das kann ich mit dem Bett machen, dass das ein bisschen kreativer ist, als nur, dass da ein Bett steht. Eigentlich hätte ich so gern, dass es dann ausfahrbar ist, aber...
Mist, wie kriegen wir denn jetzt was da unten drunter? Wollte erstmal ein Klo. Das kann ich wenigstens. Sprach er und versagte. Das ist wirklich schwierig. Also. Darüber. Runter. Nein, nicht eins. Ich weiß, ich muss gleich hüpfen. Aber nur so kann ich das Ding von unten anbringen. Könnte ich auch oben drauf liegen. Das geht auch. Das geht auch. Das mache ich lieber, so mache ich so. Muss ja realistisch sein. Dann müssen wir auch ein Loch unten hin machen. Himbeer. Nein, ich wollte nicht hinterher springen. Warum? Das klang jetzt irgendwie nicht so, als wäre es so. Broch. Wir fallen immer. Doch. Ich auch nicht, warum immer so viel Schrott anfällt. Ganz komisch. Ich habe auch eine wunderbare Idee. Das wird wunderbar, wenn es denn fertig ist. Wirst du erstaunt sein. Aha. Stimmt. Komm runter. Komm da. Nimm mich mit. Oh. Da hat sie wieder fast zerrissen. So. Oh nein. Klingt gut, gut, ja? Ja. klingt, als würde alles so laufen. Lass uns nicht davon abbringen jetzt. So. Moment. Das kommt dahin. Da sieht's keiner. Irgendwann mal sieht's keiner. So. Und das muss da dran. Blub. Sehr gut. Der wird mit dem verbunden. Sehr gut. So, und wenn da nichts ist. So. Oh, nee, das ist schlecht. In der Theorie zumindest ja passt das. Und jetzt machen wir hier auch noch. Immer, egal welche. Dann müsst ihr ja eigentlich noch so eine Art Lüftungsloch haben, ne? So. Dann gutes Klo braucht ja auch ein Waschbecken. Hoffentlich passt das noch rein. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder anbauen, wie ich mich kenne. Waschbecken, nein, Waschbecken, nein. Waschbecken. Es gab doch sowas da. Ja, Waschbecken ging. Gerd, da musst du theoretisch ein. Ach, egal. Ist nicht so schlimm. So, dann haben wir das und. Ja, das denn nicht ab. Natürlich. Tschüss. Kann man hier irgend sowas machen wie. Ja, vielleicht. Moment. Wie? So. Genau. So. Das klappt. Oh, schon das mal. Geht nicht. Moment. Muss doch. Jetzt ist der geschaltet, ne? Prima. Wollte einen Klopapierroller machen hier, aber geht nicht. Oh. Habe ich wieder was abgerissen. Minus? Dann soll ja gerade sein. Das kann man machen, um. Warte. Warte mal, jetzt will ich mal was testen. Ist die Klopapierrolle wirklich? Kann man die eventuell sogar wirklich abrollen? Weißt du das? Nein. Oh, ein zu hoch. Und ultra hässlich. Wir müssen es austesten. Ja, genau, wir müssen es austesten, aber wir kriegen ja diesen Karren nicht mehr hoch. Das ist wirklich das Furchtbare.
mehr. Nur mal als Test, ob sich wirklich da was abrollt. Ich ochse. Das wäre faszinierend. Ich komme nicht mehr hoch. Ich habe vergessen. Das geht nicht. Mist. Wollen wir nicht ganz so viel so. Ach, ist das schrecklich. Warum soll ich da hin? Da rollt sich nichts ab. Jetzt rollt sich auch andersrum. Ah, dann rollt es immer wieder zurück. Oh, das ist ja interessant. Ich hab den Sitz abgemacht. Das scheint alles sehr schwierig zu sein heute. Aber ich glaube, es war generell. War es schon mal nicht schwierig? Ja, das stimmt. Generell sehr schwierig. Aber warum passt er jetzt nicht mehr in die Mitte? Allein ein Klopapierroll da hier zu bauen, ist eine Wucht. Also insofern, ich würde sagen, allerdings, wenn ich das jetzt gerade so sehe, sollten wir ja, mal die Folge beenden. Auf jeden Fall. Ne? Oh ja, oh mein Gott, wir sind schon wieder ultra lang unterwegs. Aber man kann sich so schnell einfangen im Gedanken. Jetzt will man noch das machen, das und das und das und zack ist die Zeit weg. Aber sowas von. Okay. Moment, ich will noch meine Klopapierrolle, Sekunde. Das funktioniert aber eh nicht. Ich will es testen. Kann ich schalten und... Oder? Oh, perfekt. Ja, perfekt. Jetzt muss hier nur noch eine Tür hin und dann ist das hier ein super Häuschen. Nimm ich mit. Mist. Was hast denn du gebaut in der Zwischenzeit? Dein Fahrstuhl? Es sieht viel besser aus als vorher. Scheint zu funktionieren. Oh. Helm sagt nichts mehr. Oh. Das ist gefährlich. Ich hab dich gesucht, aber du bist ja da oben. Im Tower. Ich habe extra ein Gegengewicht hinten angebracht. Es ist immer gut, wenn man in einer Folge dokumentieren kann, was man da für einen Fortschritt geschafft hat. Ja, das kann ich auch. Nur... Also, ich habe hinten... Der Aufzug fährt noch nicht mal mehr. In diesem Sinne. Warte, nein. Stopp. So, guck, jetzt Aufzug fährt einwandfrei, wenn ich drauf sitze. Mhm. Er braucht halt etwas länger. Komm, sieh, ich habe doch hinten extra ein Gegengewicht. Die nachfolgenden Sendungen verspäten sich um ca. 20 jetzt Minuten. Wollte ich da... Jetzt habe ich da nur ein Problem. Ich komme nicht mehr in mein Haus. Ja. Nee, so ist total durchdacht. Das ist total durchdacht. Hilfe. Okay, der Helm jetzt vollends erstickt. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Oh nein, okay, ich gebe auf. Das war alles Mist, weil ich gewohnt. Es war alles Mist und für umsonst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre. Macht's gut. Tschüss.